Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir in Alfenku. Heute mal wieder im Live Adjustment unter 2022. Ja, dabei ist wie immer der Fred unterstrich Enko. Moin Moin. Moin Moin. So, heute ist Premiere und zwar, wie ihr seht, ist alles fertig gebaut. Ich zeige euch heute, ja, meinen dritten Hof, kann man sagen. Ja, wo meine Kühe ab sofort wohnen werden. Ab, ja, kann man sagen, ab Herbst. Genau. Fangen wir an hier. Hier kommen wir rein. Unsere Bank hingebaut. Kann man schlafen. Oder auch nicht. Genau, haben wir hier noch einen Hochdruckreiniger von Stiel haben wir noch. Ein paar Bäume gesetzt hier. So, hier ist mein halbes Millionen Euro teures Kuhstall. Riesengroß das Teil hier. Hier ist die Anlage dann für für die Gülle. Wird auch angezeigt eben halt, ne, Kuhstall und mit Futterroboter. Genau, das hat nur Futterroboter. Wird unterteilt in Tiere, Gesundheit, Nahrung, Milch, Stroh, Gülle, Heu, Silage, Stroh und Mineralfutter. Genau. So, und ja, hier werden dann die ganzen Kühe stehen und hoffentlich dann fressen und ja, Wasser trinken. Genau. Hier fahren wir dann rein, zeige ich euch dann gleich nochmal. Dann fahren wir hier gleich, wenn wir dann reinfahren, zukünftig dann. Und alles einstreuen hier. Ich glaube, füttern tut er automatisch. Wir haben hier so einen Futterroboter. Hier sind die Melkstationen. Ist auch natürlich alles hier voll automatisch. Ja. Das geht hier schon flink. Genau. Ja, was jetzt hier ist, diese Maschine, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ja, werde ich dann nochmal herausfinden. Hier können wir natürlich auch alle Tore aufmachen und zumachen. Genau. Hier fahren wir dann rein und können wir dann ja, einstreuen dann. Oh, der Kunst ist da. Auto, alles sehr schön. Ah, guten Abend, der Kunst. Guten Abend. Na, neugierig. Ja. Können Sie gucken, komm. Mann, ja. Motor aus. Bitte. Ja, ich stelle mich noch mal besser hin. Ja, kannst du stehen bleiben, alles gut. Oder da. Zeige ich ihn mal. Naja, Parkplätze haben wir ja nicht. Nee, brauche ich auch nicht. So, ja, hier ist mein Kuhstall. Oi, 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 oi. Fast 1 Million. Hat das Ding gekostet. Kann man noch mal rein? Bitte? Kann man noch mal rein? Können Sie gucken. Turn auf und dann geht's los. Aber was das hier drin ist, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Weiß ich nicht. Wasserpumpe vielleicht? Das könnte es höchstwahrscheinlich sein, ja. Könnte sein. 3,7 Grad? Oder eine Heizung? Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde es irgendwann herausfinden, wenn es soweit ist. Ja, das ist Wasser. Ach, Wasser ist das. Oh, gut. Genau. So, genau. Hier fahre ich dann rein, hier. Kommt er? Oder... Ja. So, hier werde ich dann reinfahren und dann einstreuen. Ja. Hier haben sie ein Strohbett hier zum Schlafen. Genau, hier in den Behältern da hinten ja, sind dann die zum, ja, da werden sie dann, na, wie ist das? Gemolken. Ja. Wie funktioniert die? Lilly, genau. So heißt die Marke. Ja, aber ist ja alles vollautomatisch. Ach so. Genau, und hier hinten ist dann meine Futterstation. Hier tue ich dann Gras, Heu und Silage bisschen machen. Und dann haben wir hier diesen Futterroboter und der tut das dann alles hier separat anmischen. Ja, war auch nicht schlecht. Schweineteuer ist gewesen, aber ja, wird mir helfen. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch für die für Mist. So ein Misthaufen noch. Wird das ganze Mist dann gelagert. Und das kommt dann alles mit auf die Felder dann. Dann habe ich noch ein paar Unterstände. Die Maschinen, die werden nächsten Monat geliefert. Ja. Da kommen ja noch die ganzen einzelnen Maschinen rein hier. Auch ein Radlager. Kommt auch. Oh. Ja, wird immer mehr. Genau. Und hier hinten werden wir dann die Silage reinfahren. Oder die Silage dann machen. Ja. Genau. Dass wir dann, oder dass ich dann Silage produzieren kann, dann brauche ich ja zum Füttern.
genau. Dann können Sie mal hier hinten mitkommen. Und dann habe ich hier einmal eine Zuckerfabrik, um Zucker herzustellen, dass ich dann hier vorne... Ich stelle mir Zucker, ja. Ich habe einen Käufer, ich habe einen Verkäufer gefunden, der mir günstig Zucker verkaufen tut dann. Ach so. Dass ich den Zucker herstellen kann, ja. Macht daraus sogar noch ein bisschen Plus. Ist ja wichtig. Genau. Und hier ist dann meine Milchverarbeitungsstation, kann man so sagen. Hier kann ich dann Käse herstellen, hier kann ich Schokolade herstellen und Butterteig herstellen. Genau. Hm. Hinten ist noch ein Sendemast, dass man hier hinten besser das Internet empfangen. Genau. Ah, das ist ja hier von hinten im Freilicht. Freilicht, ja. Das muss alles so. Oh. Ganze Spaß hat mir knapp 2000 Euro gekostet. Oi, oi, oi. 2 Millionen Euro. Entschuldigung. Oi. Naja. Aber ich denke mal, ich hoffe. Naja, naja, gut, ich habe Kredit aufgenommen. Ging nicht anders. So. Ja, ja, aber das wird sich alles wieder regeln. Das ist kein Problem. So, genau, das ist erstmal hier so zu meinem dritten Hof hier. Sieht noch ein bisschen leer aus hier, aber können Sie mir glauben. Wird dann, wenn ja dann Kühe sind, die Produktion laufen, sag's ihnen, das wird hier richtig losgehen. Nicht schlecht. So, und jetzt wollen wir weiter ausreiten gehen, ja? Genau. Gut, na dann folge ich ihnen einfach mal. Fahren sie mal vor. Und passen, ich fahre mal kurz als erstes. So. Folge ihnen einfach mal. So. So, ich bin sehr zufrieden, dass das jetzt hier alles geklappt hat mit den Bauämtern und so. Dass das ja jetzt alles fertig ist. Das kann dann in Ruhe der Mais noch wachsen. Und dann geht es dann auch bald los mit der, dem Häckseln. Und dann, wenn wir das haben, geht es dann voran mit den Kühen. Bin ich sehr froh darüber. Sehr, sehr, sehr glücklich. So. Ach, na dann. Gucken wir ja, der Kunze uns hinführt. Zu deinem. Oh, jetzt hab ich einen Schluck auf, ey. Oh, in jedem Video auf einen Schluck auf. Furchtbar. Oh. Genau. Oh, weil! Mensch, also Verkehrsunfall des Jahres da. So, hat keiner gesehen. So, naja, das ist hier hinten blöd mit dem Big Packs hinten drauf. Ich weiß nicht, wie lagen die da auf die Felder. Ich keine Ahnung, wer die da hingeschmissen hat oder ob das Fehler vom Spiel war. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, naja, wegen des Spiels auch geholt. Ja, schon ist er hier hinten, aber auch ja, im Livestream waren wir ja hier. So. Oh, cool. Der Kunst wird dasselbe Pickup, den wir auch haben. Würde ich mal behaupten. Oh, der hat mal nachfragen, welches Modell er hat. So. Sehr schön. Weit geht denn das hier noch, Alter? Halleluja. Rein jetzt. Okay. Ah, da hinten. Das sehe ich nicht schon. So. Oh, mächtige Produktion hier. Ey. Halleluja. Kann ich hier parken, Herr Gunze? Klar. Was ist denn passiert? Oh. Ein Platten haben sie. Na toll. Hatte ich letztens auch gehabt. Furchtbar, diese Scheiße zu wechseln können sie glauben. So, na dann zeigen sie mal. Okay, okay, okay. Ah, ja. Ich habe nicht so viele Türen. So viele haben sie nicht, okay. Hier komme ich, hier tue ich filtern immer.
Stroh und so weiter alles rein. Mhm. Schick, schick, schick. Im Ausweichen. Ich hab auch so ein Rotlicht hier. Ach, hier geht ein Tor auf. Ich nehme das hintere Pferd mal. Können Sie aussuchen. Ach! Zicke! Zicke. Ich sage, ob das Pferd ist nicht. Nee, einfach was tippen. Aha. Na, folgen Sie mir, dann folge ich Ihnen mal. Wegen. Ja, wo Sie Lenden reiten wollen. Na, einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt. Na dann, ich folge Ihnen. Aber schon cool. Ich habe hier die perfekte Kleidung an sich, gerade mit meiner Engelbert Straußhose. Und sonst hatten Sie einen schönen Tag gehabt, Herr Kunze? Klar. Ja, und was haben Sie heute so Tolles gemacht? Mann. Und was haben Sie heute so Tolles gemacht? Mich ein bisschen um die Tiere gekümmert. Und sonst hat er nichts, ne? Kommen Sie nicht voran oder? Irgendwie. Macht Zicke Probleme. Und Zicke macht Probleme, ja, kann man so sagen. Rinde macht jetzt auch Probleme. Ja, irgendwie wollen sie nicht so, ne? Nee, nicht für mich. Na, mal gucken. Ja, ich habe heute auch nicht viel gemacht. War heute sehr froh, heute waren die Bauarbeiten abgeschlossen, hab mir das alles gleich angeguckt. Ja, Zicke, was ist denn los hier? Irgendwie ist das hier ein bisschen verpackt hier mit den ganzen Laternen hier. Ja. Ah. Oh, mal schön hier abends mal so ein bisschen auszureiten. Mal was anderes. Ja. Oh, sehr entspannt hier. Wenn ich überlege, wenn ich mal den ganzen Tag im Trecker sitze, du. Schon nicht schlecht. Wie lange haben Sie die jetzt schon, die Pferde? Oh, nicht lange. Ein paar Monate jetzt erst. Ein paar Monate, ne? Aber ist doch nicht schlecht. Kann man mal machen. Will ich sagen. Moment, ich sitze fest. Ja. Ja, wenn er da wollte, nicht mehr. Achso. Schon sehr cool hier mit dem Reiten. Nur sagen, nur was anderes. Leider Gottes hat man immer nicht so die Zeit dafür. Meistens. Huch! Zicke, was ist denn los, du? Ich muss gleich in die Luft springen hier. Nach dem Freudespringer. Ja, ist los. Das ist ausgeritten dort. Ah. Ah, springt tut's ja auch, ja. Klar. Ja, Fresse, du doch auch springen. Weil jetzt haben sie auch wieder. Aber irgendwie macht mir das Ballett so Probleme gerade. Will nicht so. Will nicht so. Ja, sowas aber auch. Na gut, aber ich würde auch sagen, war's das auch ja, mit dem Video. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mir auch ganz gerne das mit dem Däumchen nach oben. Ich und ja. Ich und Benny werden ja noch ein bisschen reiten. Dann gib mir mal. Ja, denke ich auch. Wir müssen Richtung Kuppel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr euch ja, den Apfelschatznutter kaufen möchtet, dann tut es ganz gerne ja, mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und von Fedor Stichenko, sprich von Benny, ist sein Kanal unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auch ruhig vorbeischauen. Folgt mir auf Instagram, da ist auch Alf_Stichenko. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.